So Leute, News sind am Start. Ich habe mit so angefangen, wie ich das gehört. Im Hintergrund sieht man ein Gameplay vom Roman 9894. Von dem hatten wir schon mal eins. Ich glaube, letzte Woche so in den News. Ne, letzte Woche war Schwungtitte. Jedenfalls. Ja, starten wir jetzt. Ist auf Labor. Ich glaube, ein 23:0, wenn ich mich nicht irre. Ja, und dann beginnen wir mal die News. Diesmal ein bisschen anderer Aufbau, das werdet ihr schon merken. Erstmal beginnen wir ganz normal die News. Und zwar Nummer 1. Killzone Shadowfall, ja, wird ein PS4-Down-Titel sein, das ist ja mittlerweile bekannt. Und ja, wie soll ich das erklären? Eine Drohne im Spiel, also es gibt ja im Spiel eine Drohne, ne? Die kann man über das Touchpad des PS4-Controllers, ihr wisst ja wahrscheinlich, wie der aussieht, da ist so ein kleines Touchpad oben drauf. Und über den soll man diese Drohne steuern können. Hört sich ganz nice an. Ich weiß mal nicht genau, wie man das erklären soll. Aber könnt ihr mal selbst googeln. Ich wollte es nur mal erzählen, weil ich fand einfach, dass das sehr interessant klang. Weil bisher ist das Gefühl, dass dieses ja, Touchpad ist ja nicht direkt, also ist ohne Bild, glaube ich, einfach nur Touch. Ich glaube, bisher habe ich so ein Gefühl, dass es irgendwie gar keinen Sinn hat. Also, das endet nachher so wie beim genau, PS3-Controller. Die Bewegungssteuerung, die wird ja eigentlich wird nie benutzt. Für Motorstorm konnte man sie nutzen. Und sonst, wo hat man die noch genutzt? Stimmt, bei The Last of Us kann man ja, wenn diese Lampe schwächer wird, muss man die einmal zur Seite neigen. Aber das war's auch. Sonst nutzt man das Ding nie. Also ich finde, es gibt ein paar Features, die wenn wir kontrollieren, immer eigentlich ganz nice, aber die sind eigentlich nie nötiger. Die braucht man eigentlich in keinem Spiel. Genau wie PlayStation Move. Ich finde, das ist auch bisher kaum für irgendwelche Spiele sinnvoll gewesen, sich das zu kaufen. Deswegen habe ich es auch nicht. Weil ich eigentlich noch nie bisher ein Spiel hatte, was es halt unterstützt. Da habe ich nur zwei Spiele. Einmal Mac, also Massive Action Game, das unterstützt das. Und FIFA 13. Stimmt, und Need for Speed Most Wanted. Aber ich wüsste nicht, wofür ich bei FIFA oder Most Wanted diesen Move-Controller, diesen Leuchtknödel da benutzen soll. Und bei Mac, als ob ich einen Ego-Shooter mit Multiplayer so noch ist, mit so einem Ding zocken will, das ist man, glaube ich, voll im Nachteil. Da hat man eine viel schlechtere, glaube ich, Reaktion als mit dem Controller. Deswegen finde ich, hat das Ding bisher noch keinen Nutzen. Deswegen wäre natürlich schön, wenn das Ding sinnvoll genutzt wird, das Touchpad. Und auch die Leuchtleiste oben dran, die, glaube ich, bei Killzone zeigt ja die Lebensanzeige. Also, umso roter die Welt, umso schlechter sein Leben oder so. Ja. Sonst würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Thema. Das ist weniger schön als das Touchpad der PS4. Es geht um Saints Row 4, was ja wiederum schön ist. Aber die USK verweigert die Freigabe in Deutschland. Ja, die USK, wisst ihr ja, ist, die unabhängige Kontrolle, ich glaube, so wird es übersetzt. Jedenfalls, die prüfen wir in Spiele, die in Deutschland die Spiele und legen die Altersbeschränkung fest. Und ja, die aus Australier, die haben schon Saints Row 4 die Freigabe verweigert. Jetzt auch von der deutschen USK. Das heißt, entweder es darf nicht erscheinen, ich weiß nicht, ob es direkt indiziert wird, damit kenne ich mich nicht so aus. Jedenfalls darf es dann nicht erscheinen, oder Deep Silver, ich glaube, das ist der neue Publisher. Oder Entwickler, weiß ich nicht genau, jedenfalls die oder Deep Silver schneidet das Spiel. Das werden die wahrscheinlich 99% tun, weil Deutschland, glaube ich, in Richtung Gaming nach den USA ein relativ großer Markt ist. Also Japan natürlich auch noch. Aber ich glaube, Deutschland ist nicht gerade der kleinste Markt, auf den man verzichten könnte. Jetzt wäre es ist auch ein kleines Land jetzt. Deswegen glaube ich, könnte mir schon vorstellen, dass das geschnitten wird. Und ja, sonst zu Saints Row 4. Es scheint sonst normal. Will normalerweise geplant am 23. August 2014 erscheinen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass der Release-Termin sich nicht ändert, dass einfach nur geschnitten wird und dann trotzdem erscheint. Ja, was kann man sonst noch sagen? Ja, die sonst kann man sonst gibt es noch die PG-Version. Das ist ja die europäische Version, die erscheint ganz am 23. August. Steht auf jeden Fall. Gut, und jetzt kommen wir mal zu dem neuen Teil der News, weil diese Woche da gibt's oder gab es kein Release. Da hab mir gedacht, was macht man denn? Weil mehr als diese beiden News, dann dachte ich, anstatt das hier mit News vollzuhauen und kein Release wie letztes Mal, mir was Neues überlegt. Und zwar, wenn es kein Release gibt und ich nehme nur News, die mich wirklich interessieren. Und meistens nehme ich die News mal ein paar Tage vorher auf. Deswegen, wenn jetzt, sag ich mal, am Sonntagabend noch eine News kommt, ist sie oft nicht mehr drin. Deswegen, wenn jetzt irgendwas nicht drin ist, dann kommt es wahrscheinlich eine Woche später. Also dann nicht wundern. Falls ihr irgendwas gehört habt, das ist nicht drin. Weil ich die halt nicht immer erst am Montag aufnehme oder so. Manchmal sogar schon am Freitag oder früher. Halt, wenn ich genug News zusammen habe. Deswegen habe ich mir diese Woche überlegt, gibt es jetzt den Film der Woche.
Und zwar, das ist immer ein aktueller Film, der gerade im Kino läuft. Am besten wäre natürlich, wenn ich ihn auch im Kino gesehen habe. Das wäre natürlich passend, damit ich mehr darüber erzählen kann. Und sonst lese ich mich halt durch Wikipedia durch, was in dem Film vorkommt. Falls es einen interessanten Film gibt. Diese Woche gab es einen interessanten Film, den ich auch mit Tore im Kino gesehen habe. Und zwar World War Z. Ja, man kann den Film, sag ich vorweg, schon mal nur weiterempfehlen. Also, ich habe mehrere gehört, die den Film nicht so gut fanden. Auch viele schlechte Kritiken und so. Aber mir hat er echt gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich schon einer von euch gesehen habe. Schreibt es nochmal in die Kommentare. Aber ich würde mal sagen, erstmal zum. Ja, zur Story hauptsächlich. Es geht halt natürlich um eine ja, Zombie-Epidemie. Also eine Zombie-Apokalypse. Und man spielt ein, ja, Ex-UN oder noch UN, weiß nicht genau, beauftragt Jerry Lane, gespielt von Brad Pitt. Und der reist dann um die Welt, um den Ursprung der Epidemie zu bekämpfen, damit man das, damit, sag ich mal, eine Impfung finden kann dazu. Ja, das ist, der Film kam am 27. Juni in Deutschland ins Kino jetzt. Und basiert auf einem Buch, und zwar Operation Zombie. Wer länger lebt, ist später tot. Das ist der deutsche Titel von dem Buch. Und ja, was kann man noch zu dem Film sagen? Er hat mir auf jeden Fall, wie schon gesagt, sehr gut gefallen, weil er ist auf jeden Fall spannend, wie das jetzt alles ausgeht. Das ist immer das Wichtigste für den Film natürlich. Die Effekte sind gut gemacht, aber für den Hollywood-Blockbuster natürlich, sag ich mal, Standard mittlerweile. Gute Effekte und halt, ich würde sagen, einer der ersten, sag ich mal, Mainstream-Zombie-Filme, weil sonst gibt es ja hauptsächlich sowas wie Dawn of the Dead. Okay, das ist auch schon Mainstream, aber der halt weniger auf Splatter setzt, sondern mehr, sag ich mal, naja, Familienkino kann man es auch nicht nennen, aber mehr in Richtung Familienkino setzt. Der ist auch auf, nicht ab 18, sondern ab 16, und daran merkt man schon, dass natürlich jetzt keine Körper durch die Gegend fliegen. Aber deswegen kann man es natürlich nicht als Familienfilm bezeichnen, aber er ist halt mehr auf typische Hollywood-Action anstatt auf Splatter-Effekte aus. Ja, man merkt es auch, er hat ein hier Budget von 200 Millionen US-Dollar. Das ist natürlich für einen Zombie-Film sehr viel. Ja, denn auch noch in 3D war da auch, aber ich finde, das 3D hat sich mal wieder nicht gelohnt. Es war fast bei jedem Film so, dass sich 3D nicht lohnt. Das regt mich jedes Mal auf. Man gibt da irgendwie ein paar Euro noch zu, ja, mehr aus. Für etwas, was nur eigentlich so Geldmacherei ist, weil das einfach nicht besser ist. Das finde ich einfach kacke, ganz ehrlich. Genau wie Fluch der Karibik. Das war sowas von nicht 3D, also. Ne, Fluch der Karibik 4 habe ich auch in 3D gesehen, das ging gar nicht. Ich fand bisher nur zwei Filme in 3D gut, von allen, die ich bisher gesehen habe. Das waren schon einige, glaube ich, im Kino, also. Aber ich dachte, dass ich 3D gesehen habe. Und zwar nur zwei Filme, das ist das letzte, was ich sag. Und zwar einmal Avatar war sehr gut in 3D. Und, wie hieß es noch genau? Transformers 3. Die beiden waren gut in 3D. Sonst nicht so gut. Okay, dann war's das mit den News. Könnt ihr mal schreiben, wie euch die Idee mit dem Film-Review gefallen hat. Ja, und mit diesem Film-Review verabschiede ich mich aus ja, diese News. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank, Roman, für das Gameplay. Und haut ihr rein, Leute. Tschüss.